Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Karatape Box von Beyers. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Karatape von Beyers, das Ganze am 27. November erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl! Vom 27.11., also noch aus dem Vorjahr aus 2020. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte diese Box gar nicht auf dem Schirm, als sie released wurde. Und als ich sie dann kaufen wollte, war sie irgendwie schon ausverkauft. Deswegen hat es jetzt etwas gedauert. Aber schlussendlich bin ich doch noch irgendwie drangekommen. Und deswegen werde ich sie euch heute vorstellen. Ja, was mich besonders freut, ist erstens schon mal die Tatsache, dass wir hier eine Box vorliegen haben. Denn das Ganze wurde im Internet als Bundle beworben und beschrieben. Und auch hier lesen wir es, Karatape Bundle. Ja, trotzdem hier eine Box am Start, umso erfreulicher. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen. Schauen wir uns das mal an. Oh, wie ich gerade sehe, hat man hier tatsächlich, Moment, zeige ich euch, einen Boxinhalt hier auf die Rückseite gemacht, und zwar die Autogrammkarte, wie es aussieht. Deswegen sollten wir jetzt etwas aufpassen, wenn wir die Folie abziehen. Okay, so, eventuell, jawohl, okay. So sieht das aus, tatsächlich. Man hat das hier einfach so reingemacht. Wir werden hier auch nochmal aufschneiden, schauen, ob wir das hier vielleicht dann rausbekommen. Ganz so einfach. So, aber jetzt sollte es reichen. Nicht, dass die hier irgendwie abgeknickt wird oder so. Wunderbar. Gut. Auch eine Lösung, das habe ich so noch nie gesehen, dass man die hier auf die Rückseite reingeklebt hat, mehr oder weniger, die Autogrammkarte. Zu der kommen wir dann gleich noch. So, erstmal zur Box. Die kommt hier in schwarz. Es ist, ja, also Bundle, es ist ein schlichter schwarzer Karton, aber man hat hier zumindest auf der Vorderseite das Ganze hier entsprechend beklebt. Also hier riesengroß das Cover, das Artwork zum Album. Sehr schön. Karatape Beyers, dann lesen wir hier. Karatape Bundle enthält das Album auf CD, dann ein Karaclick Hoodie, eine Autogrammkarte, die wir eben schon gesehen haben, und ein Sticker. So, dann haben wir hier noch die beteiligten Labels und ein riesengroßer Barcode. Ansonsten ist hier alles rundum in schwarz gehalten. Jawohl. Auch die Unterseite. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Hier geht's auf. So. Und hier kommt uns schon der Hoodie entgegen. Der ist auf jeden Fall ordentlich. Dann haben wir das Album. Das ist das Album. Und dann haben wir hier noch Sticker. Einmal. Zweimal. Okay, das ist ein Sticker und das ist eine Autogrammkarte, allerdings ist die nicht beschriftet. Gut. So, von innen in braun. Machen wir mal wieder zu. Und packen die Box dann zur Seite. So, und dann die Sachen noch in Folie hier. Einmal und zweimal. Ah, hier oben ist sogar schon offen. Und dann haben wir natürlich auch noch das Album. Das ist auch noch eingeschweißt. Rest können wir mal zur Seite. So, einmal einschneiden. Wunderbar. Gut. So, dann starten wir wie immer mit dem Album. Es ist nicht das Cover, das wir auf dem Boxdeckel hatten, sondern das ist dann das eigentliche Cover zum Album. Wir sehen hier den Interpreten rauchend und über ihm scheinbar der Mond. Und links ein Verbraucherhinweis, allerdings auf Englisch. Reguläres Toolcase, auf der Seite auch nochmal beschriftet. Und auf der Rückseite, Moment, so,
haben wir die Tracklist. Was haben wir hier? Wir haben hier insgesamt 10 Tracks auf dem Album. Und dann lesen wir hier noch Bonus. Und Bonus sind dann nochmal 8 separat. Also sind dann insgesamt 18 Tracks hier mit drauf. Das ist auf jeden Fall eine stabile Anzahl. So, als erstes kommen wir zum Booklet. Ein weiteres Foto des Künstlers, dann hier die Infos, jeder einzelne Track hier mit Produzent vermerkt. Das ist schwer zu lesen hier, grau auf schwarz, aber ich denke, es geht. So, dann haben wir hier ein paar Zitate. Ich nehme einen Schluck und für dich ist nur der Rest. Geh mit Cara bis zum Tod, sind für immer unterschätzt. Schwarze Herzen sind in Not, aber werden nicht verletzt. Bitte färb es wieder rot, dass die Seele wieder glänzt. Meine Welt. Wunderbar. So, dann hier die Bonus-Tracks. 8 Stück. Und dann haben wir hier noch die Album-Credits. Ja, also, die Credits sind mit dabei. Das ist immer für mich das Wichtigste. Fotos obendrauf. Dann hier auch nochmal eine Abbildung mit diesem Schmetterling. Könnte man auch als Wendecover reinpacken. Also, wenn man möchte, das Booklet einfach umdrehen. So, dann haben wir hier die CD. Sieht nach einem ziemlich... ja, reparierten Herz aus, einerseits in Ketten, aber andererseits viele Teile hier mit Metall irgendwie ergänzt. Heftiges Artwork. Und hier nochmal Bears. Gut, soviel zum Album, 18 Tracks. Dann haben wir einen Sticker, das ist der hier. Kommt quadratisch und hier haben wir auch wieder den Schriftzug Cara Clique und eben den Schmetterling. Das wäre dann für mich eigentlich die Autogrammkarte. Also genau sowas hätte ich erwartet. Auf der Rückseite lesen wir Cara Tepeyas. Und ich glaube, das hätte wahrscheinlich auch sogar unterschrieben werden sollen ursprünglich. Aber warum auch immer, man hat sich dann hierfür entschieden. Querformatig, also deutlich größer, ist mehr schon eine Fotokarte. Und hier dann entsprechend mit weißem Stift wurde das Ganze signiert. Also, ich weiß nicht, eventuell wurde da irgendwas gesagt, dass bei der Produktion oder irgendwie bei den Autogrammkarten ursprünglich was schiefgegangen ist und deswegen hat man sich dann für die entschieden, keine Ahnung. Aber hat man auf jeden Fall gut gelöst in diesem Fall, falls es da Probleme gegeben hat. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch hier den Hoodie. Der ist auf jeden Fall riesig, kommt hier in schwarz, ist ziemlich großzügig geschnitten. Größe gab es meines Wissens nicht zum Auswählen, somit in allen Boxen die gleiche Größe, also Unisize. So, und was haben wir hier? Auch hier wieder der Schmetterling, darunter der Schriftzug. Der Schmetterling hier in Flammen, in Violett und Rosa und auch hier mit Stacheldraht umrandet. Hier unten entsprechend der Bund, genauso an den Ärmeln, einmal, zweimal. So sieht das aus. Und dann haben wir natürlich eine riesige Kapuze. Dann hier mit zwei Bändeln, entsprechend hier mit Metallringen eingefasst. Rückseite ist glatt in schwarz, also hier ist nichts weiter aufgedruckt, auch in den Ärmeln sonst nichts. Und wir haben hier zwar keine Bauchtasche, wie so oft bei Hoodies, aber wir haben hier links und rechts jeweils einen Eingriff vernäht. Aber der ist nicht durchgängig. Also man kann hier dann so, ja, circa ein Drittel jeweils links und rechts reinfahren. Aber es ist nicht so eine klassische Bauchtasche, wie man es oft bei Hoodies kennt. Aber auch auf jeden Fall ausreichend, um die Hände darin zu wärmen oder Sachen einzustecken. So. Dann haben wir hier kein Etikett, sondern wirklich nur dieses kleine Teil hier und das verrät uns die Größe, XL. Dann schauen wir nochmal kurz unten rein, ob wir hier, ja, das sieht gut aus. Was haben wir hier? Wir haben hier einmal 70% Baumwolle, 30% Polyester und das Ganze ist, ah, das sieht man auch selten, hier unten steht's, Made in Pakistan. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze noch einmal kurz im Detail an, also wie dieser Hoodie getragen aussieht. Und
so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben den schwarzen Hoodie mit dem riesengroßen Aufdruck hier mittig. Also hier oben der Schmetterling in Flammen und Stacheldraht. Und darunter dann der Schriftzug hier in dieser Metalloptik. Kara Clique. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Hoodie hier in der Größe XL. Wie gesagt, Größe war meines Wissens nicht frei wählbar. Alle Boxen hier mit XL. Dann haben wir hier dieses große Foto hier im Querformat mit der Signatur, also mit der Unterschrift. Dann diese Autogrammkarte im Hochformat, allerdings die eben ohne Unterschrift. Der Sticker mit der Abbildung, die wir auch auf dem Hoodie haben, mit dem Schmetterling hier, quadratischer Sticker. Und natürlich das Album mit 10 Tracks plus den 8 Bonus-Tracks, also insgesamt 18 Anspielstationen. Jawohl, das alles. Das alles in dieser wunderbaren Box. Karatape von Beas. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Beas unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.